Svetlana Padinsky ist mit Musik aufgewachsen. Daheim in Moldawien war sie Cellistin. Klassische Konzerte zu geben, war damals ihr größtes Glück. Ich habe nie geträumt, dass ich das machen werde, was ich mag. Nie. Ich war sicher, dass ich mir etwas finde, was wenigstens mit Musik zu tun hat. Aber leider, es ist so gewesen, wie es war. Die Kinder waren klein, wir müssen einfach etwas tun, dass wir überleben können. Und wir haben alles gemacht. Von Babysitten bis Putzen und das ist die Höhe, was wir, na was ist los, was wir erreicht haben, das. In Wien führen Dora und ihr Mann Michael sehr erfolgreich ein Schulbuffet. Dass man hier alles bekommt, was man braucht, hat sich unter Schülern und Lehrern bald herumgesprochen. Man hat uns nicht gefragt, ob wir Juden sind oder nicht. Und wir haben es auch nicht affischiert, so offen. Es ist gegangen so, wie es ist. Wenn man uns gefragt hat, haben wir gesagt. Wenn nicht, dann ist es so gegangen. Aber jetzt, du hast gesehen, alle Lehrer und die Kinder, wem es interessiert, wir verstecken sich nicht, ganz offen. Wir sind so und das. Seit einigen Jahren singt auch Dora im Wiener jüdischen Chor. Okay. Bis zum F hinauf, Tenor. Einmal in der Woche wird geprobt. Etwa die Hälfte der Choristen ist nicht jüdisch. Was hier mehr als alles andere zählt, ist gut zuhören können und zugleich bei sich bleiben. Zur Erinnerung. Und forte. Ja? Alle. Alle. Diese ganze Zeile wird Piano gesungen. Ganze Zeile. Und ab hier ganz abrupt, fortissimo, babam. Das Lied A bissele Masel, a bissele Glück besingt das ewige Auf und Ab von Glück und Unglück. Am liebsten singt Dora im Duett mit ihrer jüngeren Schwester Emilia, einer gelernten Pianistin. Glück, du bist gekommen zu mir. Aber ein bisschen zu spät. Glück, du hast genommen und verschafft mein Herz so viel Freude. Ich will jetzt gar nicht klären, was der Morgen wird bringen für mich. Und sie singt mir vor und ich probiere es gleich mit der zweiten Stimme nachsingen und so. So klingt das und wir beide weinen ein bisschen und es ist trotzdem ein Glück, obwohl wir weinen. Wir singen einfach am Telefon, wir hören, aha, so ist schön. Sagt sie, nein, warte ein bisschen, das ist noch schöner, glaube ich. Und da singt sie mir ein bisschen anders, die Melodie. Und ich sage ihr, schnell aufschreiben, sonst vergessen wir es. Also ich lang hoch, hoch ein Moment, das Glück jetzt in meine Hand und ich das im letzten Tanz mit dir. Also ich lang hoch, hoch ein Moment, das Glück jetzt in meine Hand und ich das im letzten Tanz. Vor 2 Jahren ist Emilias Mann an Krebs gestorben. Die Großfamilie und die Musik haben ihr über die schweren Zeiten geholfen. Wir halten zusammen. Und Gott sei Dank, es kommt immer wieder sowas. Alleine macht das keinen Spaß. Erst wenn man zusammen ist und das Glück teilen kann, dann ist das richtiges Glück. Bei uns gibt es das Sprichwort, wenn du was nicht geschenkt hast, ist es verloren gegangen. Ja. Und das ist es. Wir geben gern. Entweder, ja. Wir nehmen an, wenn man gibt. Wenn du
Man empfindet in dem Moment, wo man singt, wo man sich unter Umständen dazu zwingt zu singen, empfindet man ein Glücksgefühl. Und das ist, warum die Juden immer und immer und immer wieder gesungen haben und bis heute singen. Die ganze Welt ist anders geworden. In Menschen sehen euch nicht wie gewöhnt. Wer dir lacht, siehst dir geht, lachen alle mit dir mit. Wenn du weinst, weinst du Und doch gibt es Situationen, wo Singen nicht mehr hilft. In welcher die Gemot die ganze Zeitung ist für die Geschehnisse, welche seine Gewinne in Mumbai. Dort hat man ermordet dem Rauf mit seinem Freund. In Orde Njani hat gerottet wie das Kind, welches in dem Tag alt geworden ist, 2 Jahre. Die indische Macht ist sehr schwach. Sei die Polizisten, sei die. Ihr versteht, ihr habt verstanden, was. Ein schwaches, slabe, indische Polizei, slabe. Also, 10 Terroristen, 10. Terroristen haben geholfen in Schreck 3 Missiles, die ganze Zeit, dem Rayon. Die Nachrichten aus Indien lösen hier Gefühle aus, die jeder hier im Raum allzu gut kennt. Wie kann Gott erlauben, dass so viel Leid und Ungerechtigkeit passiert? Was ist Ihre Antwort? Ich gebe dieselbe Frage. Wie soll kein Gott leiden, als das Volk, welches er rechnet für seins, soll er so viel leiden? Nur das, was du ist, das Sot von Gott. Sing still, gor still, als keiner hat uns soll nicht hören und soll uns verwiegen, der Arze Königen, bis ein Dremel fällt die Sterne.